O Jesus, wir beten dich an. Er hat uns seine Arme über uns ausgebreitet. Mit einem leuchtenden Gewand steht er wieder hier. Und um ihn herum sind wieder ganze Scharen von Engeln. Und jetzt, Herr Vater, nimmt er dich in seine Arme. Er drückt dich ganz fest an sein Herz. Und jetzt wird sein Herz ganz weit offen. Ach, ist das wieder schön. Leuchtend steht er da vor uns. Sein Herz ist ganz geöffnet für uns. Und jetzt, Herr Vater, nimmt er dein Haupt und legt in sein Herz hinein. O Jesus, wir danken dir für den guten Priester, den du uns immer wieder schickst. Durch ihn werden wir so reich beschenkt. Führe ihn und helfe ihm. Er trägt auch ein schweres Kreuz für dich. Aus Liebe zu dir trägt er es. Segne du ihn, lieber Heiland, und lass ihn in deinem heiligsten Herzen ruhen. Herr Pater, dein Haupt ist immer noch im Herzen drin. Wunderbar, wunderbar. Jesus, wir danken dir für diese große Gnade, die du uns heute Abend wieder schenkst. Und wir alle wollen bitte für der Vater Thomas. Bittet ihr nach euren eigenen Worten und legt ihn in die Hände Jesu, dass er beschützt wird und uns weiterführen tut, damit wir den Weg der Heiligkeit gehen und das ewige Leben erlangen. Jedes darf persönlich der Pater Thomas Heiland empfehlen. Ich fühle dich immer noch da. Jetzt tut er deinen Kopf weg und jetzt gibt er uns alle dasselbe. Mach das Kreuz, er segnet rechts und links in alle Himmelsrichtungen. O Jesus, wir danken dir für die große Gnade und beten dich an. O Jesus, wir danken dir für die große Gnade und beten dich an. Jetzt ist Bild weg. Doch war ganz drin in dem Herzen. Also ist für uns ein Zeichen. Und wenn er verfolgt wird und wenn wir auch manches anhören müssen von der äußeren Welt, aber von Gott ist er geliebt. Also das soll euch heute Abend eine Stärke sein, also dass er als Priester wirklich vor Gott großartig ist. So tief wie der am Heiland im Herzen drin war, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin immer gespannt, ob er nicht irgendetwas merkt, denn der hat ja eine ganz starke innere Begegnung. Also wenn er etwas sagt, sage ich es euch. Diese Erscheinung war am 3.9.99. Graues Kleidung, wie der Heiland vor 14 Tagen. Ganz traurig ist sie. Und jetzt kommt der heilige Josef zurück, genau mit dem gleichen Gewand, ganz grau. Oh, Mutter Gottes, so hat sie Hände, beide ihre Hände auseinander. Beide heilet ganz arg. Mutter Gottes, wir wollen dir helfen, Seele retten, heiliger Josef. Du Schrecken der bösen Geister, vertreib doch die bösen Geister und helf mit uns, dass man am Heiland Seele rettet. Ach Gott, heile die alle beide. Stehen sie vor uns und heilet. Versprechen zu Mutter Gottes, dass wir helfen. Ganz traurig stehen sie alle zwei vor uns. Mutter Gottes.
Gottes, die Zeit ist ernst. Wir wollen umkehren. Wir wollen Heiland gehören und dir. Helf uns, heiliger Josef, helf uns. Bitte für uns. Ganz traurig steht, ach Gott, heil Mutter Gottes. Ihre Tränen laufen da runter bis zu ihrem Gewand runter. Und genauso heil der heilige Josef. Nehmen wir die Zeit ernst. Es ist wirklich eine ernste Zeit, die auf uns lastet oder auf uns wartet. Mutter Gottes, wir wollen ganz dein eigen sein. Mit Leib und Seele wollen wir dir gehören und am heiligen Josef. Ihr beide führt uns zu Jesus, der jetzt vor uns steht und den wir jetzt anbeten dürfen. Im Namen und für alle Seelen wollen wir ihn anbeten, die ihn nicht mehr anbeten, die ihm keine Ehre mehr geben. Wir wollen es tun. Ach Gott, heil Mutter Gottes. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So entbeidet er auseinander. Mutter Gottes, wir schenken dir jetzt ein schmerzhafter Rosenkranz. Verteilen doch und ganz notwendig brauchst. Vor alle Dinge, die sterbende Todsünder. Du sie rette vor der ewigen Hölle. Nimm unser armseliges Gebet und lass sie noch im letzten Moment die große Barmherzigkeit vom Heiland erfahren. O Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns. O Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns. O Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns. Ganz traurig stehen sie alle zwei da. Wir wollen jetzt Glaubensbekenntnis beten für die Seele, die nicht mehr betet. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und jetzt geht's Bild weg. Wo wir die Ehre, den Glaubensbekenntnis, haben sie mit uns gebetet. Und wo wir beten, die Ehre sei dem Vater, haben alle beides Kreuzzeichen gemacht, Mutter Gottes und der heilige Josef. Und jetzt ist das Bild weg. Aber ganz traurig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie wenn man vor einem Grab steht, wenn jemand gestorben ist. So hat Mutter Gottes geheilt und der heilige Josef. Schmerz ist bestimmt ganz tief in ihrem Herzen drin. So hat es heute Abend über ihren Gesichtsausdruck. Und genauso war auch der heilige Josef. Diese Erscheinung war am 7.9.99. Und der heilige Josef steht ganz leuchtend vor uns. Mutter Gottes winkt uns. Und sie lächelt uns zu. Und jetzt winkt uns der heilige Josef. Und jetzt kommt der heilige Vater. Kniet vor die beiden hin. Alle drei schauen zu uns.
Und jetzt legt Mutter Gottes und der heilige Josef am heiligen Vater seine Arme um ihn rum. Und vorne haben sie so die Hände so übers Kreuz und legen dann vorne so seine Hände. Der Mutter Gottes ihre Arm und am heiligen Josef seine Arm. Jetzt kniet er dort, Mutter Gottes zu dem Schmeicheln, ganz schön. Und jetzt kommt der liebe Heiland. Oh je, der hat in der Hand eine Donnerkrone. Im leuchtenden Gewand steht er wieder vor uns. In seine Hände trägt er eine Donnerkrone. Und jetzt geht Mutter Gottes und der heilige Josef so ein bisschen auf Zeit. Und jetzt kriegt der heilige Vater die Donnerkrone aufgesetzt. Oh je, Mutter Gottes zu dem Schmeichler kann schön. Und jetzt kniet der heilige Vater da mit der Donnerkrone. Sein Gesicht ist ganz voller, wie so weh hat er so Gesichtsausdruck. Er kniet mit der Donnerkrone vor uns. Heiliger Vater, wir wollen dir treu sein. Wir wollen mit dir, mit dem Heiland für die heilige Kirche leiden. Denn du musst jetzt die schwere Donnerkrone durchstehen. Vielleicht wäre unsere Bischöfe, wir wissen es nicht. Der Heiland steht zwischen der Mutter Gottes und dem heiligen Josef über am heiligen Vater. Das ist ein wunderschönes Bild, aber der heilige Vater ist ganz gedrückt mit der Donnerkrone. Und jetzt erheben alle vier die rechte Hand. Der Heiland, Mutter Gottes und der heilige Josef und der heilige Vater. Und jetzt segnen sie uns alle vier miteinander. Mach das Kreuz, ach ist das schön. Alle vier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Immer segne sie uns des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Immer wäre man noch gesegnet. Ach, ist das schön. Erschweren euch die Treue. Ja. O Jesus, wir bleiben dir treu. Und wenn die Stürme noch so toben, immer kriegen wir noch das Segen. Mach das Kreuz. Alle vier segnet uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehre der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bild ich immer noch da, wir kriegen immer noch das Segen. Amen. Ich vermute, bis man alle Einzel der Segen kriegt, denn sie segnet alle vier noch ununterbrochen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O liebe Heiland, in diesen hochheiligen Segen wollen wir alle unsere Liebe mit einschließen. Die, die nicht mehr an dich glauben oder die, die nichts mehr von der Wisse wählen, er segnet immer noch. Nimm alle die,
für die, wo wir jetzt beten wollen. Lieber Heiland, nimm sie alle in dein heiligstes Herz. Ununterbrochen wird gesegnet. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und jetzt kommt, sie segnet aber noch weiter. Und jetzt kommt der Schutzengel und setzt sich beim Heiligen Vater auf seine rechte Schulter. Der Heilige Vater guckt zu uns her. Oh, ist das schön. Und ganz traurig ist der Heilige Vater. Ganz, wie man Schmerzen hat, so hat sie in sein Gesicht ausgedrückt. Aber sie segnet immer noch, immer noch. Ihre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und jetzt tut der Mutter Gottes ganz schön über die Backe schmeicheln. Und aber der heilige Josef und der Heiland und er den noch segnen. Mutter Gottes, Vater, hören Sie über seine rechte Wange, über die linke, als wollte sagen, du bist mein Papst. Dich habe ich auserwählt für diese Zeit. Oh je, ganz schön tut sie mir was ein Backe fahren. Und der heilige Vater ist, wie jetzt schon mal gesagt habe, Schmerz, wie wenn er viele Schmerzen hätte, so ist sein Gesichtsausdruck. Und der Schutzengel steht über ihm. Und jetzt gibt der heilige Vater kein Kreuz mehr und der heilige Josef alles. Jetzt gibt uns der Heiland. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Heiland, wir danken dir für die große Gnade, die wir wieder heute Abend von dir empfangen haben. Wir danken dir. Es lächelt er uns auf. Wir beten dich an, Heiland. Und jetzt preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Und jetzt ist das Bild weg. Und für mich ist aber wieder ganz hell darüber, da wo es allerheilig steht. Ich kann aber bloß nichts entziffern, aber ganz hell ist wieder. Und ich täte jetzt vorschlagen, dass man heute Abend einen Rosenkranz betet für den Heiligen Vater. Denn die Donnerkrönung, die Donnerkrone, ist nicht umsonst, da ist irgendetwas, wo er wieder leiden muss. Ihr wisst es ja selber. Und selber vom Heiland hat er Donnerkron auf sein Haupt gekriegt. Also das ist schon ergreifend. Diese Erscheinung war am 20.09.99. Hast ja. Das heilige Antlitz war am Leuchten bei uns schon noch. Und vor allem ist der Heiland wieder im roten Gewand gekommen. Und dann hat er Monstranz geholt und hat uns mit den beiden Händen, hat er Monstranz rum und hat uns mit dem Monstranz gelegt. Rechts, links und an der Seite und an der Hausgang raus. Und dann ist das rote Gewand weggegangen. Und dann ist er ganz in Weiß da gestanden. Und in goldener Buchstabe war gestanden, ich komme als König der Liebe. Und weiter unten, ich komme als König der Barmherzigkeit. Diese Erscheinung war am 1.10.99. Ganz lebendig vor uns. Heute trägt er ein weißes Gewand. Und jetzt breitet er so seine Arme aus,
Seine Wunden leuchte Sonne, ach, ist das schön. Die beiden Füße ein Leuchten. Oh, jetzt öffnet er sein Herz. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Er steht vor uns leuchtend, die fünf Wunder leuchten, heller wie die Sonne. Deine heiligen Wunden wollen wir rühmen und preisen, Heiland, und dich anrufen. Lass uns in deine heiligen Wunden tiefer sinken. Die Hände sind so, wie ich sie habe, ausgebreitet, und die Hände leuchten heller wie die Sonne. Und so sein Herz ist ganz geöffnet. Ach, ist das eine Herrlichkeit. Und die Füße leuchten noch heller wie die Sonne. Jesus, wir beten dich an. Jesus, wir beten dich an. Deine heiligen Wunden rühmen und preisen wir, Heiland, denn die sind unsere Erlösung. Jesus, wir lieben dich und beten dich an. Leuchtend steht er vor uns. Ach, jetzt schaut er jedes an. Nach der rechten Seite, nach der linken Seite. Jetzt schaut er zu uns rüber. Ach, ist das schön. Und jetzt gibt er uns das Segen. Lieber Heiland, wir bringen dir alle Seelen, wo ich mehr an dich glaube. Er segnet immer noch. Diese Erscheinung war am 9.10.99. Als König steht er vor uns. Oh, leuchtend, leuchtend wie die Sonne. Heute hat er eine Krone auf dem Kopf. König der Herrlichkeit, komm, wir beten dich an. König der Herrlichkeit, komm, wir beten dich an. Leuchtend steht er vor uns. Ach, ist der schön. König aller Könige, wir huldigen dir. König aller Könige, wir huldigen dir. Im weißen Gewand steht er wieder vor uns. Leuchtend, leuchtend und noch einmal leuchtend. Jetzt öffnet sich sein Herz. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Ganz weit ist sein Herz offen für uns. Ach, lieber Heiland, nimm uns alle in dein heiligstes Herz. Schön, als König steht er doch, richtige Majestät. Heiligstes Herz, Jesu, wir lieben dich. Heiligstes Herz, Jesu, wir lieben dich. Heiligstes Herz, Jesus, sei unsere Rettung. Heiligstes Herz, Jesus, sei unsere Rettung. O König der Könige, jeder, der jetzt vor dir ist, möchte mit dir Abrechnung machen. Hab Erbarmen mit uns. Oh, jetzt lächelt er. Wohl bin Heiland, verzeih uns alles. Jetzt lächelt er mit uns. Wasch uns rein in deinem heiligen Blute. Lieber Heiland, dass wir mit unserem heiligen Vater ins Jahr 3000 gehen können. Hab Erbarmen mit uns und verzeihe uns. Bitte denn um Verzeihung, jeder soll still machen. Er lächelt mit uns. Jesus, lass mich Flamme sein, bis ich verzehrt bin.
Lass mich Flamme sein, die sich verzehrt für dich. O Jesus, lass mich Flamme sein, die sich verzehrt für dich. Sein Herz ist immer noch geöffnet, ganz weit leuchtend, leuchtend. O König aller Könige, wir beten dich an. O König aller Könige, wir beten dich an. Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz, drum ist mir dies der größte Schmerz, dass ich verzehrlich höchstes Gut, o wasch mich rein in deinem Blut. Und jetzt gibt er uns das Segen. Und jetzt ist Bild weg. O Jesus, wir danken dir für die große Gnade, die du uns wieder heute Abend geschenkt hast. Wir lieben dich und wollen dich noch mehr lieben, denn du bist der König aller Könige. Und dich beten wir an. Und wir loben und preisen dich. Vermehre in uns deine Liebe. Stärke uns, Heiland, bis dein zweites Wiederkommen kommt. Wir wollen bereit sein für dich. Nimm uns alle so, wie wir sind. Wie der kleine Theresia rufen wir, Herr, so wie ich bin, so liebe ich dich. Herr, so wie ich bin, so liebe ich dich. Ich will dich immer mehr lieben. Diese Erscheinung war am 11.10. Der Heiland steht da wieder als König. Heiliger Gott, wir huldigen dir. Wunderbar, heute hat er wieder die Krone auf. Und jetzt kommt Mutter Gottes, genau als Königin. Alle beide stehen sie da. Mutter Gottes, wir grüßen dich ganz herzlich mit dem lieben Heiland. Und ganz viele Engel sind noch. Oh je, die Schafe und Engel können wir nicht zählen. Alle volle Engel. Jetzt kommt ein großer Engel. Ich glaube, dass der Engel, entweder das ist der Michael oder der Gabriel. Jetzt bringt er die 12 Kugel. Oh, schön. Der Heiland und Mutter Gottes sind 12 Kugel in der Hand. König aller Könige, wir huldigen dir, sage es nach. König aller Könige, wir huldigen dir. Mutter Gottes, Miterlöserin der Welt, bitte für uns. König aller Königin, wir beten dich an. König aller Könige, wir beten dich an. Oh, jetzt lächeln sie alle zwei. Ganz schön sind die Kugel in der Hand. Oh, wunderbar, wenn dir das Bild sehen, ein Leuchten, ein Leuchten. Lieber Heiland, wir lieben dich mit unserem ganzen Herzen. Lieber Heiland, wir lieben dich mit unserem ganzen Herzen. Wir wollen dich auch lieben für die Seelen, wo dich nicht mehr lieben. Wir wollen dich auch lieben für die Seelen, die dich nicht mehr lieben. Jesus, wir beten dich an. Jesus, wir beten dich an. Oh, ganz hell, wunderbar hell. Als König steht er da und Mutter Gottes als Königin des Weltalls. Beide tragen sie die Kugel in ihrer Hände. Ach, ist das schön. Und alle Engel sind um sie herum. Die Scharken kann man nicht zählen. Und der Engel. Wir beten Sanctus. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Dominus Deus Sabaoth. Benedictus Seligen Herr. Gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus, Domine, Domine,
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sanctum, Veni cum Spiritu Sancto, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus Spiritu in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ihr großer Gott sei Ehre in deinem Heiligtum, die Seelen Himmels Ehre verkünden deinen Ruhm. Lass uns vereint mit ihnen ganz deiner Lieben sein, wie deiner Lust wir dienen, dein ewiger Ruhm ist sein. Amen. Jetzt kriegen wir das Segen. Alle beide segnen uns. Jetzt kommt wieder der Engel und nimmt die Weltkugel weg. Und jetzt verneigen sich noch einmal alle Engel vor der Mutter Gottes und vor dem Heiland. Und sie segnet immer wieder. Ach, ist das schön. Wunderbar. Richtig als König steht er da. Und Mutter Gottes genauso leuchtend und so die schöne Krone wie der Heiland. Und jetzt ist Bild weg. Der Mantel um dich. Ach, ist das schön. Wunderschön, Beugert. Wenn es nur mal seht jetzt. Der Heiland drückt dich ganz fest an sein Herz. Das merkt man, wenn er die Arme um deinen Kopf rum tut. Wunderbar, wunderbar. O Mutter Gottes, nimm den Vater Beugert in dein, ganz besonders in dein Schutz. Er kehrt dir mit Leib und Seele. Schützen du auf sein Priesterweg und führe noch tiefer zu Jesus, den er liebt mit seinem ganzen Herzen. Und als Bürger du dich oder Gottes umarmen. Wunderbar liegt der Schutzmantel um dich herum. Und jetzt tun sie uns alle wieder segnen, alle beide. Wir danken dir für die große Gnade, die du uns heute Abend wieder geschenkt hast. Und wir beten dich an. Jetzt geht's gut weg. Diese Erscheinung war am 18.10.99. Guter Gottes, winkt uns, winket alle, oh lecken sie. Und der heilige Josef winkt uns. Ganz schön stehen sie da. Und jetzt kommt das kleine Jesuskind. Ist vielleicht so 2 Jahre alt. Ach, wie goldig. Ein ganz schönes Gretel hat auf. Jesus, du König aller Könige, wir huldigen dir. Jesus, du König aller Könige, wir huldigen dir. Und Mutter Gottes windet immer an der heilige Josef. Heute Abend sehe ich jetzt Mutter Gottes ganz, wie sie ist. Wunderschöne, hellblaue Augen. Ach, leuchtet die. Mild, gütig. O Mutter Gottes, bist du demütig. Mach unser Herz deinem gleich. Und ganz schwarze Haare hat Mutter Gottes. Wunderschöne, oh, ist das schön. Sie hat einen ganz durchsichtigen Schleier heute Abend auf. Sie winkt und sie hat einen Rosenkranz in der Hand. Und der heilige Josef winkt uns. Oh, mit beiden Händen winkt sie uns. Jesus, Maria und Josef, wir lieben euch, rettet Seelen. Jesus, Maria und Josef, wir lieben euch, rettet Seelen. Jesus, Maria und Josef, wir lieben euch, rettet Seelen. Und jetzt fliegt Jesus Kindle
ach, auf die zwei Eltern, auf die Schulter und steht über den beiden, über den Eltern. Ganz leuchtend, so hat seine Händchen auseinander. König aller Könige, wir huldigen dir. König aller Könige, wir huldigen dir. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Mit der Gottesmutter, mit dem Heiligen Josef beten wir dich an. Mit der Gottesmutter und mit dem Heiligen Josef beten wir dich an. Und jetzt kommen ganz viele Engel. Ach, ist das schön. Die Engel kann man nicht zählen. Alles rum um die heilige Familie. Heilige Familie von Nazareth. Erbarmet euch unser. Jetzt, heilige Familie von Nazareth, erbarmet dich unser. Und Engel, ach, zwei Engel tragen das Jesuskindle, wunderbar. Und ganz, das Jesuskindle ist so 2 Jahre alt oder vielleicht 2,5 Jahre, ganz niedlich. Und jetzt sehen zwei Engel tragen das Jesuskindle. Euer Engel sitzt bei der Mutter Gottes und euer Engel sitzt beim Heiligen Josef. Ach, ist das schön. Und Mutter Gottes lächelt, sie lächelt immer zu uns her. Jetzt guckt sie rechts, da wo Herz Jesus steht und der Heilige Josef auch. Und jetzt guckt sie links, da wo ihr sitzt. Ach, wie schön. Und jetzt guckt sie rüber zu uns. Und Jesuskindle lächelt, ach lächelt es, es hat aber immer sein Händchen so ausgebreitet. Wunderbar, wunderbar, die zwei Engel tragen das Jesuskindle auf einer, ich weiß nicht, sind es Ärmel oder das kann ich nicht entziffern, oder einer Flügel, sie tragen halt Jesuskindle, so heben sie es. Und jetzt kriegen wir das Segen von allen drei, oh ist das schön. Mutter Gottes, vergelt Gott vielmals. Und Heiliger Josef, dir auch vergelt Gott. Immer segne sie es noch. Heiligstes Herz Jesus, dass wir immer mehr und mehr lieben. Schön, sie tun uns immer noch segnen. Ach, ist das schön, Mutter Gottes, wunderbar. Mutter Gottes, sanftmütig und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Heiliger Josef, du treuer Vater, bitte für uns und für die ganze heilige Kirche. Er lächelt, er lächelt. Heiliger Josef, du Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der allerseligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für alle Sterbenden dieser Nacht. Und jetzt verneige sich Engel ganz tief. Sanctus, 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 Dominus Deus Sacrabus, Venis und Sede et Terra, Gloria Tua, Hosanna in Excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Jetzt kriegen wir noch einmal die Säge. Und jetzt geht das Bild weg. Oh, ist das schön. Mutter Gottes, ganz herrlich, schwarze Haare hat Mutter Gottes, wunderbare, also längliche Haare. Und ganz hellblaue, leuchtende Augen. Außer Mutter Gottes strahlt eine die Güdigkeit raus und eine Heiligkeit und so aus dem heiligen Josef. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie schön und Jesuskindle, ganz goldig, wie so ein zweijähriges Kindle ist. Ein ganz schönes Kränle hat es aufgehört und ist über der Achsel von den beiden Eltern gestanden und hat über uns alle weggeschaut. Jesus, wir beten dich an. In Jesus, wir beten dich an. In tiefster Demut, lieber Heiland, beten wir dich an. In tiefster Demut, lieber Heiland, beten wir dich an. Wir haben die große Gnade gar nicht verdient, Heiland. Doch deine Liebe ist
die sich über uns ausdrücken. Wir danken dir und beten dich an. Wir danken dir und beten dich an. Hochgelobt und gebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altars, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Diese Erscheinung war am 25.10.99. Heilige Vater steht vor uns, oh, er lächelt uns zu und alles voller Engel, ach, eine ganze Schar von Engel steht um uns rum. Er lächelt, er winkt uns zu. Heiliger Vater, wir bleiben da treu, wir beten für dich. Schee, ach, alles voller Engel, die sind so wie ein Schutz, wie eine Mauer stehen die Engel um einen rum. Ach, ist das schön. Und jetzt kommt Mutter Gottes und der heilige Josef. Ach, Mutter Gottes, nimmt den Luftzeit in ihre Arme. Jetzt tragen sie der heilige Josef und Mutter Gottes tragen dann. Ach, ist das schön. Wie man so ein Kind auf der Arme hat, so hat den Mutter Gottes unten in ihrer Arme. Und Engel sind um und rum, wunderbar, wunderbar. Und der heilige Josef legt so seinen Arm über ihn rum. Und Mutter Gottes hat ihn richtig, wie man so ein Kind auf dem Arm hat, so tragt sie ihn. Schön, wunderbar, wunderbar. Er lächelt, er lächelt er uns zu. Er guckt überall, guckt er rum. Merke da, wie dick das Gebet doch bei unserem Herrgott ankommt. Und jetzt kommt der Heiland. Und Mutter Gottes tragt der Heilige Vater zum Heiland. Ganz nah legt ihn. Ach, ach. Und jetzt legt Mutter Gottes ihren Mantel um ihn rum und der Heilige Josef. Die hat seinen Arm immer noch so um ihn rum. Und jetzt nimmt ihn der Heiland ganz lieb und der macht so seine Arme auseinander. Jetzt nimmt er ihn so ganz lieb in seine Arme rein.